Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Reihe Angedacht. Heute soll es so ein bisschen um Anfechtung gehen. Und es wird ein bisschen persönlicher. Ich werde ein bisschen was von uns erzählen, wie es uns gegangen ist mit Anfechtung. Es ist ein sehr wichtiges Thema, gerade in dieser Zeit. Lasst euch darauf ein. Ja, Anfechtung. Anfechtung erlebt wohl jeder in seinem geistlichen Leben und bei uns als Familie war das auch so. Und bei uns war das so, dass die Versuchung oder Anfechtung über die Kinder kam. Immer wenn irgendwie etwas in der Gemeinde zu machen war oder auch wenn Manuela, also meine Frau, in der Gemeinde etwas getan hat und sich eingebracht hat durch Krabbelgruppenarbeit oder Krabbelgottesdienste, immer dann war irgendetwas mit den Kindern. Krank oder Unfall oder irgendwas anderes. Und das war so extrem, dass das sogar Außenstehende gemerkt haben. Und auch gemerkt haben, also wenn das ist, dann habt ihr wirklich Anfechtung immer über eure Kinder zu erleiden und zu ertragen. Also jedes unserer Kinder war entweder schon einmal ertrunken oder eine wurde fast erschlagen oder die andere gar nicht geboren. Also das sind Anfechtungen, die wir erlebt haben in unserer Familie und das macht das alles nicht so leicht, denn natürlich sind einem die Kinder sehr lieb. Trotzdem haben wir uns nicht beirren lassen, sind da weitergegangen, aber trotzdem hinterlässt es eine gewisse Angst. Ja, wir haben unser Leben dann so auch weitergelebt und das war gut so, wir haben viel uns eingesetzt und auch mit den Kindern ist alles gut gewesen, aber wie gesagt, das waren harte Zeiten, kann man nicht anders sagen. Ja, dann war es so, dass erst vor ein paar Tagen sprachen wir nochmal darüber, wie das so gewesen ist mit den Kindern. Und dann sagte eine meiner Töchter, ach Papa, ihr wisst doch, wo wir hinkommen. Und das ist mir nochmal zum leuchtenden Beispiel geworden. Da ist mir nochmal ein leuchtendes Licht aufgegangen. Wir wissen tatsächlich, wo wir hingehen und dass es gut ist, wo wir ankommen. Das lindert natürlich nichts von der Trauer, die da ist, wenn denn wirklich etwas passiert oder jemand wirklich stirbt. Aber dieser Trost und diese Zuversicht und die Hoffnung ist einfach da. Wir wissen, wo wir hingehen. In einem Fall war das wirklich so, dass wir in einem Urlaub fast zwei Kinder verloren hätten. Der eine ist fast ertrunken und da war es wirklich so, dass wir nachher im Krankenhaus waren mit dem Kind und haben dann da gebangt. Zum Glück war das Kind niemals ganz ohnmächtig, sondern es war immer bei Bewusstsein, wenn auch nur schwach, aber trotzdem. Und das war gut. Gott hat uns da wirklich durchgeführt und getragen. Und in demselben Urlaub hatte das andere Kind bei einem Reitunfall mit dem Kopf gegen einen riesigen Pfeiler geschlagen, einem Gehegepfeiler. Und vorher hatte ich noch gesagt, wir haben keinen Reithelm, lasst uns jetzt vorher noch einen Fahrradhelm kaufen. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht, das war auch gut so, denn der Fahrradhelm war total zerbrochen nach diesem Sturz. Und da wurde mir nochmal ganz klar bewusst, hätten wir das nicht gemacht, dann wäre das Kind nicht mehr am Leben. Also hier bin ich dankbar, dass Gott uns so führt. Und dass er manches zulässt und manches aber auch verhindert. Und ich jetzt immer der Gewissheit sein kann und auch das weitergeben möchte als Ermutigung. Es ist nicht leicht, denn der Teufel spielt mit unseren Ängsten. Aber wir haben jemanden, der größer ist und wir wissen, wo die hingehen, die uns wirklich wichtig sind. Und das ist ein guter Trost, weil Gott ein wirklich guter Gott ist und uns damit ermutigt. Und das möchte ich mit dieser Andacht auch. Seid ermutigt und wenn es möglich ist, wenn ihr Anfechtung oder Versuchung erlebt, dann sprecht mit jemand anderes, dass der mit euch beten kann und mit euch eintreten kann vor Gott. Das ist eine unglaublich große Hilfe und eine große Waffe. Das Gebet von vielen und von mehreren. Lasst euch da unterstützen, bleibt nicht alleine. Ja. Das soll meine Ermutigung für uns heute sein. Nehmt sie mit, denkt daran, wenn so etwas kommt,
betet und nehmt noch andere mit ins Boot hinein. Nahet euch Gott und Gott wird sich euch nahen. Amen.